Hey ho, meine Lieben, zum neuen Video. Hallo. Heute gibt's leckere Schaschlikspieße. Ganz genau. Und wie wir die machen, tja, einfach dabei bleiben. Richtig. Zugucken. Was heute noch zum Einsatz kommt, ist das Steakboard von Severin. Da werde ich am Fenster grillen. Natürlich mit Ventilator im Hintergrund. Ja, ab in die kleine, aber feine Küche. Erstmal zur Übersicht. Und dann wird Manu anfangen mit den Spießen spießen. Ich werde sie dann vorgrillen und dann geht es bei der Manu wieder weiter. Richtig. Genau, Attacke. So, Freunde, ich habe jetzt wenigstens mir die kleine Übersicht ergattert, dass ich die noch sprechen darf. Hier haben wir ein schönes Stück Schweinenacken. 2 Kilo? 2 Kilo? 2 Kilo Nacken. Da werden wir natürlich nur das jetzt verwenden, was wir für die Spieße brauchen. Der Rest wird dann eingefroren. Dann haben wir Schaschlikspieße, schön Paprika, Zwiebeln. Hier versteckt sich der Knoblauch. Eine Barbecue-Soße, eine Schaschlik-Soße. Dann haben wir noch ein Helas-Gewürzketchup, Schaschlik. Den haben wir auch noch so als Kühlschrankfund. Dann gibt es hier noch einen Paprikamark und Tomatenmark. Und an Gewürzen hat Manu Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat und Paprika edelsüß hergerichtet. Tja, Manu wird jetzt das Ganze zusammenschnibbeln, soweit vorbereiten. Bitte was? Der geräucherte Speck. Ja, geräucherter Speck, den hätte ich jetzt fast vergessen. Manu wird das jetzt zurechtschnibbeln. Wie sie die Kamera danach dazu einschaltet, habe ich keine Ahnung. Da habe ich hier nichts mehr zu melden. Und wenn dann die Spieße gespießt sind, werde ich sie auf dem Steakboard am Fenster angrillen. Ja, und danach kommt das Ganze dann in so eine IKEA-Schale irgendwie rein und wird mit der Soße im Backofen ja, fertig gemacht. In dem Sinne übergebe ich jetzt der Manu. So, verschwinde aus der Küche. Bin ja schon weg. So, wieder alles weg tun. Jetzt werde ich jetzt mal die Paprika schneiden. Zwiebel schneiden, den geräucherten Speck schneiden und das Fleisch schneiden. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt war ich zu schnell und habe jetzt schon die Spieße gemacht. Das kommt davon, weil man mich aus der Küche rausschmeißt. Nein. Doch. Nein. So, was sehe ich da? Du hast die Spieße einfach ohne Video fertig gemacht. Ja, ich habe sie einfach aufgespießt, das, was ich wollte, so. Okay. Einfach so, schöne Stückchen genommen, draufgetan. Jetzt werden sie noch ein bisschen gewürzt, oder? Ja, kannst du. Kannst du, will ich auch machen. Darfst du. Bisschen Pfeffern. Machst du. Salzen, Paprikan. Ja. Und dann richte ich dabei mein Steakboard her. Richtig. Ja. Und dann sehen wir uns gleich alle am Fenster. Ja. Oder nicht? Ja. Gut. Hab ich doch gesagt, ich würze sie noch mit Pfeffer. Ja, aber das wollen doch die Leute sehen, was du an Gewürzen draufhaust. Komm, geh ans Fenster. Du machst mich schon ganz anders wuschelig hier. Eh? Tschüss. Salzen. Dieser Kerl macht mich einfach fix und alle manchmal. Ein bisschen Paprika schon mal drauf machen. Na, ist ein bisschen zu wenig, ja. Bisschen umdrehen. Salzen. Ein bisschen pfeffern. So. Ein bisschen Knoblauch.
So, fertig. Jetzt ist es gewürzt. Jetzt gehen Sie ans Fenster. Ihr Lieben, das Steakboard steht da. Einschalten, warten, bis es warm wird. Und dann kann ich die Spieße drauf donnern. Das Ding wird sehr schnell warm. Und dann schmeiße ich jetzt 2x3 Stück drauf. Tue die schön antoasten auf allen Seiten. Drehen und wenden, wie sich's gehört. Und dann wieder in die Schale. Und wenn alle 6 durch sind, tja, dann geht's in der Küche weiter. Jetzt müssen wir natürlich auch mitunter aber auch aufpassen, dass natürlich nicht die Gewürze verbrennen. Aber ich denke schon, dass wir das sauber hinkriegen. Hauptsache, die Spieße sind ein bisschen angetoastet. Nee, da lang ich nicht mehr so hin. Also ich drehe und wende die jetzt noch 2-3 Mal und am Schluss, wenn ich dann die zweite Lage dann runternehme, hole ich euch nochmal dazu. Ja, genau. Aber ihr habt es ja jetzt schon mal soweit gesehen. Da kann man jetzt sagen, was man will, aber auch das gibt geile Röstaromen. Geil. Das sind übrigens immer noch die ersten 3 Spieße. Puh, Zeit für die zweite Runde. Die sehen doch sehr gut aus. Ach, geil. Geil, 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 geil. Tja, und dasselbe mache ich jetzt mit der zweiten Runde Spieße. Und danach geht es dann in der Küche weiter. Und hier herumlaufen schon sämtliche Ventilatoren, dass man ausbläst. So Leute, und die sehen doch mal richtig hervorragend aus. Schön angetoastet. Mehr braucht man nicht, weil das wird ja noch in der Soße weitergegart. Mm. Ein kleines Missverständnis hat es bei Manu und mir gestern gegeben. Ich sagte, mach Paprika und Zwiebeln in die Soße rein, nicht auf die Spieße. Und naja, eigentlich hätte der Speck mit auf die Spieße gehört, aber ja, Manu macht jetzt den Speck auch mit in die Soße. Ist jetzt so, also da hat es ein kleines Missverständnis gegeben. Sie hat gedacht, sie soll nur das Fleisch auf die Spieße tun. Aber egal, das wird mit Sicherheit extrem lecker, das weiß ich jetzt schon. Weil alles, was mein Spatzel macht, wird lecker. Gut, gehst du dann an die Pfanne gleich rüber? Ja, natürlich. Leute, dann stelle ich die Cam rüber an die Pfanne, weil da wird das Ganze jetzt noch angeröstet, in der Pfanne wohlgemerkt. Und danach geht es dann in der Schale im Backofen weiter. Da wird auf jeden Fall nur eine größere genommen. Okay. Dass ein bisschen mehr Platz für die Soße ist. Genau. Okay, gehen wir rüber am Herd. So, die Pfanne ist warm genug. Heiß genug. Kommt erstmal der Speck rein. Ist wieder schön angeröstet, angebraten. Und dann hole ich euch gleich wieder dabei, wenn er angebraten ist. So. Aber alles gut. Der Speck wird schön angeröstet. Nehme ich mal gut aus. Ein paar Minuten braucht er noch. Ein paar schöne Röstaromen brauchen wir natürlich für die Soße. So, jetzt ist er fertig.
Jetzt gehen wir die Paprika jetzt dazu. Und die tun wir jetzt auch schön anrösten, anbraten. So. Die Paprika ist ja jetzt auch schon angebraten. Kommt die auch in die Schüssel rein. Auch wieder zur Seite stellen. Das habe ich eine vergessen. Die Zwiebelchen kommen jetzt rein. Ein bisschen Öl. Jetzt werden die auch schon angebraten. Hole ich euch jetzt zu, wenn die Zwiebeln fertig sind. So, die Zwiebeln haben wir jetzt schon ein bisschen angebraten, angeröstet. Jetzt geben wir ganz zum Schluss erst den Knoblauch dazu. Jetzt geben wir nämlich jetzt auch den Tomatenmark dazu. Mit anrösten, wenn wir eine schöne Soße haben. Ein Stück Wasser. Geben wir nämlich auch schon mal die Paprika dazu. Und den Speck. Gewürzketchup, Schaschlik. Kommt jetzt auch dazu ein bisschen. Noch mal ein bisschen Wasser dazugeben. Das kochen wir dann auch jetzt ein bisschen schön auf. Aber der Duft, oh, es riecht so gut. Ein bisschen Barbecue-Soße. Nicht zu viel. Und da ein bisschen Wasser dazu getan. Ein bisschen gekocht jetzt. Ein bisschen abgeschmeckt. Ob noch was fehlt. Du willst es jetzt doch in die kleine Schale rein experimentieren. Ja. Oder nicht? Probieren wir es aus. Ja, mit der Schöpfkelle geht es vielleicht besser. Ansonsten können wir ja noch auf die große wechseln. Doch, würde, glaube ich,
hinhauen sogar. Und Leute, ich durfte probieren. Es ist lecker. Sehr lecker. Doch, sollte reichen. Oder? Was meinst du? Ja, locker. Aber die Spieße müssen ja schön unter die Soße. Die dürfen nicht austrocknen, sonst... Heiß. Das sollte man ja nicht so anpacken. Im Backofen, nein. Kommt jetzt in den Backofen. Warte. Bei welchen Temperaturen? Boah, 180, 200 Grad rum. 180 Grad. Ja, 180, 200 Grad hätte ich gesagt. Ja. Oh je. Und ja, wenn es dann aus dem Backofen rauskommt, sehen wir uns wieder. So eineinhalb Stunden. Ja. Circa. Wollen wir es noch abdecken? Ne, würde ich jetzt nicht machen. Ich hätte es abgedeckt. Ja, mit Alufolie? Ja. Gut. Dann machen wir jetzt mit Alufolie gleich. Ja. Also Leute, bis später. So Leute, da wär's. Aha. Ich würde mal sagen, das sieht gut aus. Mm. 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 Lecker. Dazu gibt es jetzt Pommes aus der Fritte, aber TK-Ware. Ja. Heute hatte ich keine Lust auf Kartoffelexperimente, deswegen haben wir TK-Ware genommen an Pommes. Schmecken eigentlich auch nicht viel anders. So, bitteschön. Dankeschön. Tja Leute, was soll ich sagen? Schaschlikspieß, lecker Soße und probieren. Also weich ist es schon mal. Ab in den Hals. Das dürfte mittlerweile etwas abgekühlt sein. Mmh. Lecker. Richtig, richtig geil. Na Hallöchen. Mmh. Schmeckt es dir? Ja. Sehr schön. Mmh. Pommes auch gut. Alles gut. Ja, lecker. David hat sich verabschiedet. Ja, Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Fang du heute an. Ich soll heute anfangen. Ja. Das Essen war richtig mega lecker. Richtig schön zart, das Fleisch. Nach eineinhalb Stunden habe ich gedacht, warum ist denn das Fleisch so zart? Aber war richtig gut geworden. Auch die Soße hat alles zusammengepasst, so wie es wir vorgestellt haben. War richtig lecker. Ja, also das Grillen vorher auf dem Steakboard hat optimal funktioniert. Gut, hier drin war ein bisschen Rauch, aber der Ventilator hat es dann schön ausblasen. Dann das Fleisch da drin, der Speck, dass der jetzt nicht auf dem Spieß war, sondern in der Soße so mitgeköchelt hat von Anfang an. Hervorragend geil. Einen richtig geilen Rauchgeschmack hat der noch abgegeben, wo du gesagt hast,
Was hast du gesagt? Der beißt sich ein bisschen, hast du gesagt. Dieser Rauchgeschmack hat ein bisschen gebissen, ja. Ja, aber ich fand jetzt diesen Geschmack so richtig geil. Das hat so richtig, richtig geil geschmeckt. Und auch die Soße, wie du die zusammengemischt hast, perfekt, richtig, richtig geil. Ich hoffe, im Video sieht man das alles ganz genau, damit ihr das genau nachmachen könnt, wenn ihr möchtet. Es ist gar nicht schwer, sowas zu machen. Also richtig geil. Ein bisschen Fantasie. Ja. Gut, auf dem richtigen Kohlegrill vorgrillen hätte man natürlich besser gefallen. Richtig. Aber sowas jetzt auch in Ordnung. Ja. Ja, besonders bei dem Wetter, die Donau läuft über, da unten pumpen sie die ganze Zeit schon die Häuser leer. Und naja, wir haben es Gott sei Dank trocken hier. Richtig. Gut, in dem Sinne, Leute, sage ich ja mal, Tschaikowski, Däumchen nach oben, nettes Kommentar und ein Abo würde uns freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wech Sommer.